Yo. Ja, heute gibt's von mir mal ein kleines anderes Video. Heute gibt's ein What's in my photo case. Ja, wir schnacken nicht lange drum rum. Wir fangen direkt mal an. Es wird heute qualitativ ein bisschen anders als sonst. Also nicht ganz so hochwertig, wenn man das so sagen kann. Ich probiere ein bisschen aus oder ich fange trotzdem mal an. Also ich habe jetzt ja, mach mal die Tasche auf. Ich habe jetzt natürlich die Kamera rausgenommen. Das ist die Sony A7S mit in dem Fall meinem kleinen, aber feinen 50 mm F1.8er von Sony. So, wenn ich das Ganze aufmache, habe ich zum einen mein brandneues Sony FE4 1635er. Das ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Das kann ich noch nicht so viel zu sagen. Bloß, dass es eben extrem gut ist. Es ist extrem verzerrungsfrei. Das muss ich wirklich so sagen. Aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Also auch ein Objektiv, was ich für einen Ronin benutze, weil es eben so einen guten Autofokus hat. Das ist eben auch wichtig. Wir gucken mal weiter. Dann habe ich mein Standardobjektiv, womit ich eigentlich nahezu alles filme. Also warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Jetzt gerade nicht. Ich komme so ein bisschen davon weg, was auch gar nicht so schlecht ist. Mein FE2470er. Das ist auch echt gut, das Ding. Und wie ich finde, auch ein echt gutes immer drauf Objektiv. FE4 ist vielleicht so bei 50 mm habe ich dann schon lieber so ein F1.8er. Aber das ist trotzdem richtig gut. Filter dafür sind auch da. Hierfür das neue noch nicht. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das Ganze mache. Aber ja, also das Objektiv kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Echt richtig doll zu empfehlen. So, hier vorne, ich weiß nicht, ob man das sieht, habe ich eigentlich nichts drin, außer irgendwelche albernen Schutzkappen, die man eh nicht braucht, weil man die Objektive ja auch benutzt. So, dann gucken wir mal hier vorne rein. Hier habe ich eigentlich auch nichts weiter drin, außer Ladekabel. Was gibt es? Was bringt dir die beste Kamera, wenn du keine Akkus hast? Dann hast du nämlich gar keine Kamera. So, auch noch so ein Micro-USB-Kabel mit Stecker. Dann kann ich gleichzeitig die Kamera oder den Akku laden. Das ist also hier klein, aber falls man es mal braucht, okay, wenn es leer ist, hat man in dem Sinne verkackt, aber darum kommen wir später noch zu sprechen. So, hier erstmal drei Sonnenblenden, einmal für eben das 72 mm 1635er, dann für das 67 mm 2470er und einmal für das 50 F1.8er. An den Sonnenblenden sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wie die Objektive sind. Gut, ja, machen wir weiter. Jetzt kommen wir eigentlich schon irgendwie zum Highlight, wie man vielleicht sagen kann, und zwar mein Objektivadapter. Den habe ich mal in Hamburg besorgt, beim Fotoladen meines Vertrauens, fast der zweite Fotoladen meines Vertrauens. Und hiermit kann ich Nikon-Objektive adaptieren an Sony E-Mount. Hier schraube ich einfach die Nikon-Seite an und hier, das kommt dann in die Kamera. Ich kann hier auch noch Blenden verstellen, ist jetzt nicht unbedingt der schönste Blendenbereich. Also ich habe hier nur so ein kleines Feld und habe auch keine Anzeige, welche Blende es ist. Aber trotzdem ein sehr zu empfehlendes Gerät. Es ist mehr oder weniger gut verbaut, auf der Nikon-Seite sehr gut. Auf der Sony, naja, ist noch Potenzial nach oben, aber insgesamt wertig. Also kann ich wirklich nur so sagen. Was geht allerdings nicht mit Autofokus, weil eigentlich Nikon das gar nicht erlaubt, die Elektronik für Blende und so weiter freizugeben. Aber es gibt natürlich trotzdem den Comlight-Adapter, ich weiß. Gut, machen wir weiter. Hier haben wir Filter, ND-Filter, und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der einen Filter will, soll er sich einen ND-Filter kaufen. Warum einen ND-Filter? Sonst kann man draußen nicht mit offener Blende filmen und jeder will in irgendeiner Form diese offene Blende haben und eben diesen tiefen Unschärfe-Effekt zu erreichen. Deswegen ND-Filter würde ich jedem ans Herz legen, da würde ich sogar noch vor dem UV-Filter hinpacken. Auf jeden Fall gekauft. Muss gekauft werden. Muss ich auch noch tun bei dem 1635er. So, hier haben wir dann noch als letztes, dann war es das auch schon, Akkus. Zwei Akkus, ich habe insgesamt drei Akkus. Ich habe mich auch gegen den Batteriegriff entschieden, weil ich es ehrlich gesagt einfach unnötig finde. Man kann auch einfach kurz den Akku wechseln. Wir haben hier zum einen
einen ganz normalen Standard-Akku. Hier kann ich ihn auch mal so hinlegen. Der Standard-Akku war einfach mitgeliefert und noch einen dazugekauften Akku von Blumax. Der war entsprechend günstiger, hat auch ein bisschen weniger Saft, hat aber wie gesagt den Vorteil, dass er günstiger ist und er reicht auch völlig aus. Geht ein bisschen schneller leer, habe ich auch noch nicht, habe ich jetzt ein Vierteljahr. Ist auch trotzdem genauso regelmäßig gebraucht worden wie die anderen, ansonsten keine Schwierigkeiten gehabt. Und das ist jetzt hier, also ich habe mich prinzipiell, man könnte natürlich noch, ich habe jetzt zwar nicht mehr, aber man könnte natürlich noch irre viel mehr mitnehmen. Ich habe auch noch meinen Koffer, ich könnte auch noch ein What's in my Koffer oder What's in my whatever machen. Aber ich benutze eben, wenn ich einfach mal spontan einen Review filme oder so, benutze ich diese Tasche, dann tue ich eben hier neben das 1635er, was auch noch nicht lange hier ist, genau gesagt, das dauert, tue ich dann eben mein Review, wenn es nicht der Ronin ist oder sowas. Ja, ich habe, und diese Tasche kann man eben auch vorteilhaft wunderbar um sich selber sozusagen schneiden. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, dieser One-Take hat euch gefallen. Wobei ihr eigentlich noch ein paar Aufnahmen jetzt von dem Objektiv sehen solltet. Das ist auch neu im Gebrauch sozusagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.